Rutsche frei? Ja. Ja, nee, nicht so. Genau, stehen. Oh. Du musst sitzen bleiben. Hallo bei den Spielzeugtestern. Wuhu, ihr habt es geschafft. Ihr seid im zweiten Teil unseres Ausflugs in den Erlebnispark Schloss Thurn. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und am Ende gibt es was zu gewinnen. Wie süß sind die? Wollen wir mal gucken, was Hannah meint. Lamas. Guck mal, da kommt einer. Oh, beide. Hier, komm her. Oh, komm her. Was essen Esel? Auch Stroh, ne? Wie Pferde wahrscheinlich. Hi! Oh. 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 Seid ihr süß? Dem juckt der Kopf. Guck mal, der schubbert sich. Ja, der Kopf juckt. Das juckt, das juckt. Weitermachen. Es ist nämlich noch ganz früh morgens und hört ihr die Kröten? Seht ihr ihn? Klingt das nicht lustig? Hannah hat auf jeden Fall einen neuen Freund gefunden. Wobei das fast aussieht wie eine neue Freundin, Hannah. Ja, oder das ist meine... Sag mal, habt ihr euch gewälzt? Ich glaube, ihr habt euch gewälzt. Ja, ja, stimmt. Wir haben Pony. Ja. Und es gibt nicht nur Lamas, Ziegen und Esel. Ja, da sind. Es gibt auch noch Trampeltiere. 2, 3, 4, aufgepasst. 2, 3, 4, 3. Bum, bum, bum. Hallo, Herr und Frau Trampeltier. Oh, und noch ein Trampeltier. Das sind doch keine Trampeltiere, sagt Papa. Was mögen das sonst sein? Doch, Trampeltiere. Ja, aber guck mal, die spucken ja auch nicht. Sie ist neugierig auf dich. Ja, wie süß ist sie denn? Mit dem Papier auf. Oh. Oh, ein Küsschen auf die Hand. Das ist bestimmt die Mama. Das ist die Mama, ja. Oh. Oh. Nee, Schnucki, das nicht. Das schmeckt ja nicht. Ich komm auch mal. Ich soll hier halten und er hätte sie. Mein Finger fast gegessen. Die sind wirklich lieb und so süß. Und ganz tolle Wimpern. Ja. Juckt! Wie wäre es mit so einem im Garten? Wir bräuchten die mehr mähen. Oh ja, da oben ist die Schwebebahn. Die fährt ihre erste Runde. Noch ohne Gäste. Und da fahren wir nachher auf jeden Fall auch einmal mit. Ja. Und da kommt unsere Schwebebahn. Mit der fahren wir jetzt mit, ne? Hast du Lust? Ja. Auf so einen coolen Ski. Gleich kommen die Trommel da. Genau, jetzt sehen wir das Ganze nochmal von hier oben aus luftiger Höhe. Ja, da sind wir da sind sie ja doch wieder. Guck mal, wie die ihre Beinchen nach hinten geklappt hat. Ja. So, und einen Minigolfplatz gibt es hier auch. Ja, und das ist der Spielplatz. Ja, und jetzt sehen wir den Spielplatz einmal von oben. Wir gehen jetzt. Oh, wer jetzt? Du oder ich? Wir gehen jetzt zu einer Achterbahn. Genau, und da freut sich Hannah schon die ganze Zeit drauf. Und es hatte geregnet und jetzt ist es trocken und jetzt nutzen wir das. Und das ist so eine mit virtueller Brille drauf, also so Virtual Reality. Ja. Nukular. Das Wort heißt Nukular. Hier die oberste. Und ich weiß noch nicht, ob ich da mit reingehe oder ob Papa da mit reingeht, weil mir wird ein bisschen übel bei das sowas. Sind keine Überschläge, das heißt Papa nee, kann mit rein. Ja genau, also Achterbahn an sich mache ich gerne, aber mit so einer Brille und dann so Bewegungen und direkt vorm Auge, das ist eher nicht so meins. Aber wir gucken mal, wir sind ja zu dritt, ne? Ja. So, und Hannah fährt jetzt mit mir nochmal mit der Achterbahn. Zweimal mit dir. Zweimal? Okay, mal gucken. Warte, lass mich auch mit rein. Lass mich auch mit rein. So,
die nächste Runde und diesmal Hannah mit Brille. Wir fliegen! Zumindest war Hannah an der Brille. Du musst sitzen bleiben! Das ist so cool mit Brille. Ja, deswegen fahren wir jetzt noch eine Runde und Hannah noch mal mit Brille. Drei Tage später. Und noch eine Runde. Juhu, und ich. Komm gar nicht wieder. Schnuck. Dem virtuellen Brille, ja? Wir fahren jetzt mit der Bimmelbahn. Ja, wir passen alle zusammen hier hin. Ja, jetzt seht ihr die Ziegen auch noch mal ein bisschen dichter. Aber da liegen noch ganz viele. Lasst uns überlegen. Ich würde sagen, das sind Rehe. Hallo! Wir sitzen jetzt im Kettenkarussell und gleich geht's los. Hanna hat mich hier reingeschleppt ins Kettenkarussell. So, und Hannah will jetzt hier den Turm hoch. Und ich würde auch gerne, ich habe bloß Angst, ich bleib stecken. Ich lass dich mal zuerst, ne? Willst du die Kamera mitnehmen? Nee, na toll. Rutsche frei! Ja! Und mich nach hinten, ne? Und dann hat der Sand mich nach hinten fallen lassen, ne? Und dann habe ich mich auf dem Arm abgestützt und seitdem tut er echt weh. Aber gebrochen hast du ihn denn nicht? Hab ich vor dir. Da soll ich jetzt rein. Rutsche frei! Rutsche frei? Ja. Ich hab Angst. Oh Gott. Kannst du mir hochhelfen? Warte mal, ich halte die mal fest so lang. Ich lass los, ne? Ja. Lauf! Oh. Oh mein Gott. Hannah hat jetzt hier den riesen Spielplatz entdeckt mit einem coolen Rutschenturm und einem Netz. Du bist fast so hoch wie die Schwebebahn. Echt? War das so geplant, Schnucki? Ja. Okay. So, und jetzt fängt es an zu regnen. Die ersten Vorläufer vom Gewitterchen vielleicht. Deswegen gehen wir jetzt in den Saloon und gucken uns eine Zaubershow an. Nee. Alle. Wir sind immer noch im Saloon und weil wir so viel gezaubert haben bzw. zugeguckt haben, was machst du da? Zauberst du den Ketchup auf? Ja. Stärken wir uns jetzt mit Pommes und Chicken McNuggets. So, wir sind hier jetzt bei den Tretbooten und wir wollen ein Vierer. Und wer muss wo sitzen jetzt? Ich sitze hier. Hanna, Hanna, Hanna. Wer soll neben dir? Nee, Anna, dann schwebst du vorne, hinten. Wie soll ich denn da hinten hinkommen? Nee, ich glaube, ich gehe freiwillig nach vorne. Wir sitzen im Tretboot. Und ich lasse mich im Moment kutschieren noch. So, und hier gibt es noch so ganz coole Bumperboote. Also nicht Autoscooter, sondern auf Luftschiffen. Und da kann man sich so tisch. Wie cool ist das denn? Aber Hanna darf nicht mitfahren, weil das ist immer nur für eine Person. Und erst ab 8 Jahren oder 1,30 Meter. Hanna und ich sitzen in Rennwagen und ich versuche hier gerade Gas zu geben und zu lenken und auf die Schienen vor mir aufzupassen. Und ich weiß, ist Papa hinter uns schon? Papa hat nämlich hinter uns ein pinkes Barbie-Mobil.
teilt nicht mit mir ihr Slush. Gib mir dein Slush. Stopp. Wieso stopp? Ich bin heute mit meiner Freundin Julia und wir machen gerade hier ein Parcours. Oh, Gegenverkehr, Schnuggi. Ja, das war doch schon ganz super. Das ist meine Fußgröße. Meine auch. Welche Schuhgröße hast du denn? 29, glaube ich. Super. Anna, warten! Das wackelt! Anna, los! Hallo? Schauen wir mal. Ja, es geht. Denn? Ich gehe schon mal. Kommt da noch eins? Oh! Oh ja, genau. Arme ausbreiten. Ich brauche Balancierhilfe. Arme ausbreiten. Brauchst du nicht? Ich kann gut balancieren. Ja. Wow, wackelig. Oh, Anna. Immer gut, dass du dich festhalten kannst. Oh, guck mal, da kommt die Schwebebahn. Mit der wollten wir auch noch fahren. Ich schaff das ganz alleine, siehst du. Super. Wuhu. Schnuggi, du darfst ihn nicht berühren. Das ist der Trick. Julia schon auf dem nächsten. Und Hanna hält sich einfach am Laser fest. Das ist so Pipi-leicht. Stimmt, Schnuggi? So Pipi-leicht. Wenn man Pipi Langstrumpf heißt. Oh. Los, auf den nächsten, auf den nächsten. Der ist ein... Ja, die machen Siesta. Was war das denn? Du bist irre. Juhu! 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 Guck mal, von hier oben kann man den Spielplatz auch sehr gut sehen. Juhu! Das gefällt dir, ne? Ja. Und dann fahre ich mit dem Ding da. Mit dem Ding da? Das geht auch nur im Kreis, oder nicht? Da. Kommst du? Anna hat jetzt ordentlich Gras gepflückt. So, dann wollen wir hoffen, dass sie freundlich gesinnt sind und nicht spucken. Mhm. Nee, kein Gras. Gras habt ihr genug? Nom, 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 nom. Die Mama. Seht ihr die Füße da oben wackeln? Ich möchte das nur ungern sagen, aber ich hab Schiss. Halt dich bitte fest. Jetzt. Ja. Stimmt. Ich habe eine gute Vorstellung, ich will kein Anschiss passieren. Was? Jetzt soll ich? Oh nee. Kommt Papa auch noch mal in den Genuss. So, ich sehe jetzt noch etwas durchgewuselt aus von der Wildwasserbahn und wir stehen jetzt hier in der Westernstadt und schauen uns eine Western-Show an. Und ich bin extra ganz nach hinten gegangen, damit ihr auch ein bisschen zugucken könnt, ne? An einem schönen Tage im Jahre 1856 trieben sich nichtsnutzige Cowboys auf den Straßen von Santa Rosa umher. Hey!
Kapitän verabschiedet sich nun. Erlebnispark Schloss Thurn. So, und hier haben wir das Schloss Thurn, umgeben von Wasser. Und hier kann man sogar Ruderboot fahren. Einmal drumherum. Ja, und was kann man noch im Schloss machen? Heiraten. Richtig. Und weil das einige Leute tun, wird hier schon alles schön vorbereitet für die Hochzeit heute. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, gibt es wie versprochen noch etwas zu gewinnen. Und zwar eine Familienkarte für 2 Erwachsene und 3 Kinder in den Erlebnispark Schloss Thurn und diesen süßen Drachen. Hallo Kinder! Ja, das könnt ihr gewinnen. Und dafür möchte ich wissen, welche Form die Wasserspiele aus dem ersten Teil haben. Da stelle ich nämlich die Frage. Und da sind auch 4 Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Schreibt uns die einfach in die Kommentare. Macht das am besten mit Mama und Papa zusammen, denn ich brauche sowieso die Einverständniserklärung eurer Eltern, wenn ihr unter 18 seid. Lest euch bitte, bitte die Infobox durch. Und dann drücken wir euch ganz, ganz fest die Daumen. Und vielleicht sehen wir dann von einem von euch ein tolles Foto aus dem Erlebnispark Schloss Thurn. Ich würde mich freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss! Und liebe Grüße an all die Kinder, die wir hier getroffen haben. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr 2 weitere Videos anschauen.